TV Straßensound. Ich habe natürlich viel Eastside Hip-Hop gehört, wie Grandmaster Flash, Furious 5, aber halt auch Dr. Dre und Run-DMC und so weiter. Habe auch aufgelegt damals, wo Run-DMC beim Konzert war. Der Song Holiday war eigentlich geplant, dass wir den für Omi haben, der Cheerleader gemacht hat. Wir wussten aber nicht, wann die Single bei ihm rauskommt. Also ich mag eigentlich, was Sido macht mit Andres Brani und Mark Forster und die letzten Singles. Ich habe gelesen, deine damaligen Einflüsse waren unter anderem Dr. Dre und Run DMC. Das sind ja amerikanische Rapper. Ist das vielleicht auch der Grund, warum du heute schon öfter mit Rappern zusammenarbeitest? Timati ist ja ein russischer Rapper. Akon ist natürlich eher R&B, aber auch ein bisschen Rap. Ist das vielleicht der Grund dafür? Ich habe natürlich viel Eastside Hip-Hop gehört, wie Grandmaster Flash, Furious 5, aber halt auch Dr. Dre und Run DMC und so weiter. Habe auch aufgelegt damals, wo Run DMC beim Konzert war. Und habe die Konzerte besucht. Das hat natürlich auch darin gelegen, weil ich Graffiti gemacht habe, hat natürlich die Verbindung geschaffen. Ich habe die Musik cool gefunden. Für mich ist dann einfach mit 19, 20 habe ich gemerkt, die Musik entwickelt sich nicht wirklich weiter. Ich mag heute immer noch R&B und Hip-Hop. Aber am Ende vom Tag ist es halt immer ein bisschen ähnlich. Und somit habe ich mich in der elektronischen Musik wohler gefühlt, aber greife immer wieder zu Hip-Hop-Artists zurück. Und das ist einfach so mein Ding. Du lebst ja einen ausschweifenden Lebensstil, wenn man das so nennen darf. Man sieht es immer in deinen Musikvideos, zeigst du ja viel von Partys und großem Lifestyle mit dicken Autos. Jetzt im letzten Video mit Akon habe ich zum Beispiel den Mercedes Coupé gesehen. Ist ja auch ein dickes Auto. Wie reagieren die Leute auf dich? Nimmst du das als Neidgesellschaft wahr? Weil in Deutschland habe ich das Gefühl zum Beispiel, darf man jetzt nicht irgendwie die neuesten Schuhe haben und eine dicke Kette umhaben und durch die Stadt gehen. Da wird man schon leicht schief angeguckt, weil man daran nicht gewöhnt ist. 50 Cent hat letzte Woche schön gepostet oder vorletzte Woche, I need more haters, I need new haters, weil die Alten schon langweilig sind. Weil ich denke einfach im Leben, wenn du provozierst und halt ein bisschen über die Edge gehst, über den Rand gehst, dann hast du halt schnell Haters. Aber but the more they hate you, the more they love you. Also mehr die dich hassen, dann lieben dich mehr. Am Ende vom Tag musst du real sein. Du musst das tun, was dir gefällt. Weil wenn du ein Smart fährst und eine H&M günstige Jacke trägst, die nicht auffällig ist und irgendwie in einem Aldi deine Schuhe kaufst oder wo auch immer, dann bist du wegen dem nicht cooler bei den Leuten, die dich hassen. Ich finde einfach, wenn du provozierst und deinen Style hast, warum nicht? Du sollst einfach dich selber sein. Und ich mag teure Autos, ich mag teure Uhren. Ich finde Leute cool, die haben eine Swatch an oder die haben ein kleines, günstiges Auto. Ich urteile die Menschen nicht über das, aber ich finde, wenn man sich das leisten kann, warum nicht? Und darum mag ich das. Und wenn ich Lust habe, Champagner zu trinken, dann tue ich das. Und wenn ich Lust habe, 10 Flaschen zu trinken, dann mache ich das. Weil das Leben ist zu kurz für irgendwelche Scheiße. Und ich finde halt, das Leben ist eben Bella Vita. Enjoy your life. Genieße das Leben, solange du es kannst. Und lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Weil was machst du am Schluss, wenn du immer alles sparst und bescheiden lebst? Du kannst auch wieder abgeben. Ich finde auch bei diesem Lifestyle musst du aber dann auch mal was Gutes tun. Darum spende ich zu Weihnachten immer sehr viel Geld, habe eine eigene Foundation gegründet und ich finde, man muss auch was Gutes tun, aber man muss das Leben genießen. Und man muss sich einfach selber treu sein und nicht immer hören, was die anderen sagen. Wenn du halt sagst, ey, man hat teure Schuhe oder coole Schuhe und man blinkt und dann hast du Haters. Boah, die Haters, die bleiben immer stehen im Leben. Und wenn du halt Freude an deinem Leben hast, dann lebe es, weil dann bist du glücklich und am Ende, wenn es dir schlecht geht, hilft dir niemand. Ich denke auch, als YouTuber bekommt man das ja auch mittlerweile mit, dass da viele Hate-Kommentare kommen. Ich meine, die liest man sich natürlich durch, die berühren einen jetzt nicht mehr so krass wie am Anfang. Aber im Endeffekt verschwenden die Leute ja ihre Zeit, mit dem Kommentare abgeben oder mit dem auf einen schauen und über einen schlecht reden. Und dann konzentrieren sie sich nicht auf ihr eigenes Leben. Ja, aber wenn du auf YouTube oder zum Beispiel die Kommentare bei den Videos siehst, ich meine, wir haben irgendwelche Videos, da hast du 3, 10 oder 20 oder 50 Millionen Views oder 100 Millionen. Die Leute können schreiben, was sie wollen. Aber wenn du vor den Leuten stehst, ist es immer ein Unterschied auf YouTube oder im Social Network kannst du dich schnell austoben mit einer Meinung, aber wenn die Leute vor dir stehen, würden sie das nicht sagen, was sie denken von dir. Und darum lese ich schon gar nicht die Comments. Am Ende vom Tag einfach, du musst darüber stehen und du musst dir einfach sagen, hey, was du machst ist cool und don't give a shit. Das denke ich auch. Alles klar. Ich habe jetzt noch mir 6 Fanfragen. Wir haben einige Fanfragen bekommen. Ich habe mir 6 rausgesucht, die ich eigentlich sehr gut fand. Die würde ich dir gerne noch stellen. Ja. Einmal von Davut Shada, der fragt, wie kam der Kontakt zu Akon zustande und wie war die Resonanz auf den Song? Der Song Holiday war eigentlich geplant, dass wir den für Omi haben, der Cheerleader gemacht hat. Wir wussten aber nicht, wann die Single bei ihm rauskommt. Und dann hat Akon den Song gehört. Und
7 Tage später, er war in New York, hat angerufen, er geht auf LA, nimmt ihn gleich auf und 7 Tage später war er aufgenommen. Ich meine, was will man da noch mehr? Entweder auf Omi warten oder auf Aiken, da haben wir ihn released. Kommt denn noch was mit Omi? Nee, weil der Song war weg und die Jungs, mit denen wir den Song gemacht haben, die haben dann dieses Hula Hula Hop gemacht, das ist ja der letzte Song von Omi. Und für uns war Aiken dann die Feature und somit hat sich das dann erledigt gehabt, aber mal schauen, vielleicht in Zukunft. War denn das mit Omi schon vor dem großen Hit Cheerleader geplant? Nee, wir haben den Song Holiday, habe ich im März in Santorini im Studio gemacht und lag eigentlich so da, haben ihn geschickt und dann hatten wir das Feedback und im Mai hat ihn Aiken gehört und er wollte ihn unbedingt machen und somit war eigentlich die Laube erledigt und gar nicht mehr das Thema für was anderes. Alles klar. Ekrem Chibikchi fragt, richtet dir erstmal Grüße aus und fragt... Du hast geilen Namen, geilen Follows bei mir. Yes! Was Ekrem Chilichi? Der grüßt dich erstmal und gibt es noch was er in seinem Leben unbedingt erreichen will? Was, er oder ich? Du. Ah, ich. Ja, mit ihm eine Partyfeier natürlich. Und ja, ich meine im Leben, was soll ich sagen? Ich hoffe natürlich, dass es immer weitergeht, dass ich glücklich leben darf und mir schöne, viele Dinge erlauben darf. Aber ich möchte Musik machen, ich möchte Leute glücklich machen und ich möchte einfach weiterhin meinen Bella Vita genießen und hoffentlich auch viele Herzen berühren mit meiner Musik. Das ist doch mal eine klare Aussage. Markus Marienfeld fragt, was sagt er zu den deutschen DJ-Newcomern wie Robin Schulz oder Felix Jehn? Ich finde das extrem bewundernswert, was Robin Schulz gemacht hat mit diesem, sag ich mal, Remix neuen Sound und dieses Deep House, ein bisschen Back to the Old School, was vor 20 Jahren war, hat er natürlich wieder richtig in die Charts gebracht, was früher ja unmöglich war, dass es jemals im Radio lief, ist dann nach 20 Jahren dann in den Radio hat es stattgefunden und ich finde das cool, also ich kann nur sagen, geil und ist eine andere Zeit und hat einen neuen Trend gesetzt und da muss man auch Respekt halten. Chan Chakmak, auch ein guter Name. Chan Chakmak. Fragt, hörst du Deutschrap und wenn ja, wen? Also ich mag eigentlich, was Sido macht mit Andres Brani und Mark Forster und die letzten Singles. Das ist eher so, jetzt würde ich mal sagen, der Artist in Deutschland, den ich von den Texten her feiere. Martin Kraus fragt, er bezeichnet selbst als strenggläubigen Katholiken, aber nennt Inspiration auch Dre und Run DMC. Würde dies im Kontrast stehen? Die Frage muss man auch wiederholen. Also, er bezeichnet sich selbst als strenggläubigen Katholiken, aber nennt als Inspiration auch Dr. Dre und Run DMC, ob das im Kontrast stehen könnte. Also zum Katholik sein, dass man Dr. Dre und Run DMC cool findet? Also ich meine, vielleicht wegen den Texten. Ich bin überzeugter Christ, aber ich sag mal, ich höre nicht. Das Problem ist bei mir, ich höre nicht immer auf die Texte, ich höre auf die Melodien. Das war immer schon so. Ich höre auf die Beats, die Melodien und das war auch meine Musik. Meine Musik ist voll mit Melodien. Darum bin ich vielleicht eben nicht im Rap stehen geblieben, weil der Rap war ja eigentlich immer ein Loop. Darüber wird gerappt, eigentlich gesprochen darüber, Sprachtext. Und darum habe ich mich auch in die elektronische Musik verliebt, weil die war halt einfach viel emotionaler. Da waren Melodien da. Viel abwechslungsreicher und darum bin ich auch 20 Jahre alt stehen geblieben in der Musik und hoffe, es geht noch lange weiter und ich mag Melodien und die Melodien verleiten mich dann auch wieder, zum Beispiel für klassische Musik und zur Winterzeit höre ich natürlich auch viele Weihnachtslieder und irgendwelche Sängerknaben, CDs und so weiter, was man sich gar nicht vorstellen kann. Mein Sohn sagt immer, müssen wir denn schon wieder deine Weihnachts-CDs hören? Aber ich mag halt dieses kitschige, cheesige Melodien-Ding und darum vielleicht bin ich auch eben auch vielleicht manchmal ein bisschen christlicher in der Melodie. Ich denke mal, das ist auch die Rap-Musik ist ja immer noch Kunst und was da gesagt wird, ist, denke ich mal, nicht, was das reale Leben widerspiegelt. Ja, also ich bin jetzt natürlich nicht wirklich ein Fan von diesem Yo-Yo fucking bitch, bitch, ja. I chicka chicka bitch, bitch. Also ich bin nicht mehr, oder schon, ich war auch damals nicht wirklich, ich meine, Run DMC war nicht dieses chicka chicka big, big bitch, sondern es war eher ein bisschen anderer Flow und ich war nie wirklich verleitet zu diesem, sag ich mal, Westside Hip-Hop, der halt einfach endlos repetitiv ist und nicht wirklich was Neues bringt. Alles klar, eine Fanfrage haben wir noch von Güney Avis. Der fragt, wie war die Zeit als DSDS-Juror? Du, DSDS hat mir Spaß gemacht, es war eine coole Lebenserfahrung. Ich habe es sehr genossen und jetzt arbeite ich an meiner Musik und let's party. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Star Talking. Mein Name ist Marvin und neben mir sitzt DJ Antoine. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Marvin ist hier, uns geht's gut. Was läuft denn?
Ja, wir sind heute in Hannover im Agostea Club und hier wirst du bald auflegen. Du bist jetzt direkt aus Basel hierher gekommen. Wie war die Fahrt? Wie hast du es wahrgenommen, den ganzen Zugweg bis hierher? Ich habe Deutschland genossen, es war dunkel, habe ich nichts gesehen.